Hochschule Rhein-Waal und Sparkasse verlängern Partnerschaft. Die Sparkasse Duisburg hat ihre Förderung der Hochschule Rhein-Waal um 2 Jahre verlängert. Mehr als 18.000 Euro hat die Sparkasse der Hochschule für den Standort in Kamplin-Furt zugesagt. Das Geld soll vor allem für Sachmittel für den Campus, aber auch für mehrere Stipendien für die Studierenden benutzt werden. Wir freuen uns sehr, dass die Sparkasse Duisburg uns weiter fördert. Wir haben jetzt den Vertrag unterschrieben für die nächsten 2 Jahre. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, dass wir auch Gelder bekommen, um Aktivitäten zu fördern. Und unsere Aktivitäten sind im Bereich der Studienförderung, also gute Studienleistungen, Absolventenpreise und eben aber auch freie Mittel, wo wir eben auch Dinge anschaffen können, die wir normalerweise aus unseren Landesmitteln nicht besorgen könnten. Seit 2014 unterstützt die Sparkasse Duisburg die Hochschule in Kamplin-Furt. Dabei flossen bisher schon ca. 100.000 Euro in die Hochschule. Mit dem Geld finanzierte die Hochschule in den letzten Jahren Laborgegenstände wie ein 3D-Drucker, eine CNC-Fräsmaschine oder eine 5-Achs-Fräse. Tag des Ehrenamts Kindernothilfe lobt freiwillige Helfer. Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamts betont die Kindernothilfe die Bedeutung des Engagements ihrer vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Diese unterstützen die Arbeit der Hilfsorganisation in Deutschland mit Informations- und Spendenveranstaltungen. Derzeit engagieren sich rund 650 Ehrenamtliche in den 50 registrierten Arbeits- und Freundeskreisen der Kindernothilfe. Rückwärtstrend: weniger Beamte im Ruhestand. 2016 wurden in der Metropole Ruhr über 10% weniger Landesbeamte und Richter in den Ruhestand versetzt als noch 2015. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes IT-NRW. So wechselten 2016 rund 2600 Beamte in die Pension. 10% davon waren Polizeibeamte, fast 70% Lehrer. Rund 22% von ihnen erreichten dabei die Regelaltersgrenze. 10% schieden aufgrund von Dienstunfähigkeit aus und rund 70% wechselten vorzeitig in die Pension. Spendenaktion: Bahnhofsmission sammelt Weihnachtspakete. Die Bahnhofsmission veranstaltet auch in diesem Jahr wieder an Heiligabend eine kleine Weihnachtsfeier. Um die Aktion für Bedürftige anbieten zu können, braucht sie die Mithilfe der Bürger. Neben Geldspenden für die Durchführung der Weihnachtsfeier freut sich das Team über Sachspenden für die Weihnachtspäckchen. Dazu gehören beispielsweise Duschzeug, Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Kaffee, Tee oder Zucker. Wer mit einem oder mehreren Päckchen helfen möchte, kann eine Spende einfach in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof bis zum 18. Dezember 2017 abgeben. Die Öffnungszeiten sind wochentags von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr sowie samstags von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr sowie sonntags von 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Tag der offenen Tür am Landfermann-Gymnasium. Viertklässler und ihre Eltern können sich am kommenden Samstag, den 9. Dezember, über das Landfermann-Gymnasium informieren. Der Tag der offenen Tür findet in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt. Neben Probeunterricht in Deutsch, Mathematik, Latein und Englisch gibt es auch spielerische Einblicke in das Schulleben. So können die Schüler spanische Spiele ausprobieren, römische Rüstungen basteln oder in der Sporthalle klettern. Außerdem gibt es in diesem Jahr eine Besonderheit. Jüngere Geschwisterkinder ab 4 Jahren werden von 2 Pädagogiklehrern betreut. Hallenbad Töppersee wieder geöffnet. Seit heute ist das Hallenbad Töppersee wieder für Badegäste geöffnet. Das Bad an der Bergheimer Straße 101 war wegen technischer Probleme vorübergehend außer Betrieb. Ab sofort ist es wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Aktuelle Informationen zu den Bädern gibt es außerdem unter der Bäder-Hotline und im Internet unter www.duisburgsport.de.
Wolkig und grau mit milden Temperaturen bis zu 8 Grad. So zeigte sich heute das Wetter in Duisburg. Auch morgen verhängen dichte Wolken den Himmel. Bei Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad bleibt es weitestgehend trocken. Der Donnerstag zeigt sich wechselhaft. Mal Sonne, mal Wolken und zwischendurch kräftige Schauer mit Sturmböen. Die Werte erreichen 3 bis 8 Grad. Zum Start ins Wochenende entspannt sich das Wetter dann wieder. Bei 2 bis 6 Grad ist es zwar deutlich kühler, mit Wind und Regen ist dann aber nicht mehr zu rechnen. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer, aufgepasst, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Auch morgen wird in Duisburg wieder geblitzt. Radarmessstellen stehen unter anderem auf der Unterstraße in der Altstadt und auf der Husemannstraße in Hochheide. Außerdem behindern Baustellen den fließenden Verkehr. In Walsum ist die Dr. Wilhelm-Röhlen-Straße nur eingeschränkt befahrbar. Bis Ende März 2018 gibt es eine Umleitung über die Theodor-Heuss-Straße und die Brusbach-Straße. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Und in Bergheim wird in der Langestraße am Kanal gebaut. Sie wird aus Fahrtrichtung Grabenstraße zur Sackgasse. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Arbeiten werden bis Ende 2017 andauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.